Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA Online zum 16. Part. Wir wurden jetzt hier wieder direkt vor diesem Autohaus hier gespawnt. Und dummerweise können wir auch nicht reingehen. Ich glaube, im Singleplayer war das so, dass man vorher rein konnte. Da ist auch wieder unser Strandbuggy hier. Unser Beachmob-Auto. Weil ich wurde ja auch nämlich schon einen Zuschauer gefragt, ob ich dann auch mal mit so einem Beachmob Auto fahren konnte. Ich glaube, das liegt jetzt aber auch schon 6 Parts zurück, dass ich das erst jetzt angesprochen habe. Aber egal. No. Ach, war ja wieder klar, dass wir hier keine gescheite Mission kriegen hier. Das finde ich einfach nur schade. Aber ist ja ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Da könnten wir uns jetzt hier mal Waffen kaufen. Hier in Ammunition, falls ihr das auch schon mal in meinen Let's Plays gesehen habt, was ich hier in diesem Geschäft drin war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber auf jeden Fall werdet ihr es jetzt hier sehen. So, und was nehmen wir denn jetzt? Bisschen Munition, genau. Okay, hier hinten kann man auch Waffen sehen, die ich schon freigeschaltet habe, also die drei hier. Und hier gibt es halt eben noch so gute Waffen, die ich noch nicht freischalten kann, weil da muss ich erst ein gewisses Level erreichen, bis ich diese Waffen freischalten kann. Und das kann noch ein bisschen dauern. Aber hier die Schrot können wir mal hier voll machen. Nun kann man sich hier noch so einen Schlagstock kaufen. Geil! Ein Schlagstock. Huhuhu. Geil, Mann. Diesen Gegenstand hast du bereits, aber... Okay, dann gehen wir jetzt mal nach draußen. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Nein, wie gesagt, dann gehen wir jetzt mal diesen Strandbuggy hier mal auftunen, dass ihr jetzt auch mal so mein Let's Play sehen könnt, wie ich so die Autos auftune. Ich versuche jetzt auch mal jetzt nicht so viele Unfälle zu bauen, aber das bezweifle ich. Ich habe ja vielleicht schon einen gebaut, aber ja. Und ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich auch schon hundertprozentig gesehen, wie Autos getunt werden, aber halt eben bei mir noch nicht. Deswegen werdet ihr es dann bei mir sehen. So. Und dann gehen wir jetzt mal hier rein in die schöne Garage. Zack. What miracle did you want me to perform? So, jetzt können wir es mal reparieren lassen. Auftun meine ich. Machen wir mal E2 EMS Verbesserung. So, Auspuff. Jetzt könnten wir uns auch einen gescheiten Auspuff aussuchen, dass es auch mal ein bisschen cooler hier aussieht. Uhuhu. Ja, mal das hier. Das ist eher überflüssig. Okay,
Okay, die Scheinwerfer. Machen wir mal jetzt 10 noch ran. Sportbremsen. Ein Spoiler. Ha! Obwohl, ob sich das lohnen wird, da jetzt so einen Spoiler dran zu machen, das bezweifle ich jetzt eher weniger. Dann nehme ich jetzt einfach mal den mittleren. Weil der sieht ja eh besser aus. So, irgendwas war da jetzt auch mit dem Motor, nämlich hier Turbo. Haha. Ich glaube, jetzt geht die Karre hier richtig ab. Lackierung. So. Scheint auch irgendwie alles hier teuer zu sein. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das sieht cool aus, aber dann verschwende ich wieder so viel Geld. Deswegen, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Da war auch noch irgendwas. Diesen Qualm. Ich bin jetzt gerade mal am gucken, was wir da noch nehmen könnten, weil bis jetzt sieht das Auto eigentlich schon ziemlich gut aus. Da sieht man mal, wie man hier in GTA 5 alles mal richtig geil auftunen kann. Aber ich will ja noch so ein paar Details verbessern. Obwohl, das mit dem Kennzeichen ist ja ehrlich gesagt auch überflüssig. Ein Dach können wir auch noch machen. Ein Dach. Ha! Ja, genau. Deswegen kostet es auch doppelt so viel. So überflüssig. Genau, Reifen. Die können wir nämlich blauen Reifenqualm machen. So. Ja, es sieht eigentlich nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also so könnte man es eigentlich auch theoretisch lassen. Jetzt könnt ihr auch hinten den blauen Qualm sehen. Jetzt kann man eigentlich auch schon deutlich den Unterschied merken, wenn man hier mit dem Auto fährt. Aber bevor ich jetzt nochmal weiterfahre, das ist mir jetzt eben gerade hier eingefallen, muss ich jetzt noch hier das restliche Geld überweisen. Nehme ich die 5000 da noch. Wo war das? Hier. So, dann machen wir das jetzt mal schön drauf hier.
Und da ist mir jetzt auch gerade eingefallen, wo wir jetzt auch noch hinfahren könnten. Und zwar fahren wir jetzt einfach mal zum Leicester. Leicester, Mexikaner. Unseren vollgetunten Auto ist es ja eigentlich gar kein Problem, da hinzufahren. Also vollgetunt ist es nett. Man kann jetzt halt eben noch andere Details machen, wie ihr gesehen habt, aber ist halt eben immer nur alles eine Frage des Geldes. Deswegen würde ich mir jetzt immer überlegen, wie man sich ein Auto tunt. Weil es auch nicht so ganz ohne ist. Bam. So, erstmal hier so mit der Hälfte gegens Auto gefahren. Jetzt schauen wir auch mal, was der Leicester hier vorhat. Begeb dich zu Leicester. Welcome to Paradise. If your idea of Paradise is a place where a sick, creepy voyeur can spy on anyone in the country with total impunity. Actually, I guess that kind of is the American dream, huh? Anyhow, I digress. You have made a big name for yourself. And that name is Dangerous Idiot, who's just waiting to get robbed. So do yourself a favor and put some of that not-so-hard-earned money into real estate. And you can be a real player, just like me. Jesus, as I say that, I realize how depressing and pathetic I've become. I'm a mess, you know. Take pity on me. End it now. Kill me. Ah! And I thought it was funny. Okay. Well, like I said, put some of that money into property. There's already people who want to rob you, and soon enough, there will be people who want to kill you. And if anybody gets particularly fresh, just give me a shout. I can put a bounty on them. And every whack job in the state will want to get them off your back for you. Of course, never know. Maybe someone asked me to do it to you. Well, that was awkward. Ruf Leicester, um meinen anderen Spieler ein Kopfgeld auszusetzen. Du musst bezahlen, um es auszusetzen. Und alle anderen Spieler werden davon informiert. Derjenige, der den Spieler mit dem Kopfgeld erledigt hat, wird belohnt. Okay. So, jetzt kommen auch hier die ganzen Schilder erst. Diese Mission hätte ich wahrscheinlich schon viel, viel früher machen sollen, aber... Ich glaube, das wäre eben auch so eine wichtige Mission gewesen, aber ist ja eigentlich auch egal. So, dann fahren wir jetzt mal hier weiter im Galopp. Ach, wer ruft denn da wieder an? What up, Wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Up the risk, up the gain. You feel me? I'm talking parachuting. San Andreas is full of totally rad jump spots, so crank it up a notch. Dominator out. Orte für Fallschirmspringen werden jetzt auf der Karte angezeigt. Ach, ständig müssen mir immer hier diese komischen Leute da im Weg stehen. Voll ins Auto reingefahren. Ich
Ich schaue jetzt hier mal mitten in die ganzen Leute da rein. This is a courtesy call from Meriwether Security Consulting. We're expanding our domestic operation and want you to be aware of our exciting new munitions delivery service. Anytime, anywhere, your Second Amendment rights are just a phone call away. Simply dial this number, pay a fee, and one of our agents will deliver ammunition straight to you. More services will be available shortly, so watch this space. Da oben scheint wohl jemand zu sein. Lol. Dann schauen wir einfach mal, was jetzt hier der nächste Mitspieler macht. Munitionslieferung erhalten. Enthalten ab sofort bis zu 3x Molotow-Cocktail zusätzlich zur gewöhnlichen Munition. Das finde ich doch mal sinnvoll. Lol. Das finde ich asozial. Das geht doch nicht. Na, der kann was erleben. Komisch. Okay, jetzt tut mich dieser Typ da irgendwie aufregen. Dem will ich jetzt mal heimzahlen. So. Boah, Alter, das ist eine Sau, ey. Das spürst du die Macht eines gewissen Etwas. Na komm nur her, du Sau. Stech dich jetzt ab mit dem Bleistift, weißt du das? Und danach such den Escape-Knopf, damit ich mit Jan Returnament zocken kann. Wo ist sie? Weißt du, wo die ist? Mann, mach hinne! Muss ich jetzt die Leiter hochklettern? Bin ich jetzt tot? Hat er mich eben erschossen? Also das ist ja mal richtig asozial. Was eine Drecksau. So, ich würde jetzt aber mal gerne wieder zu meinem Auto. Zu meinem Automobil. Ach, die Sau wartet doch schon auf mich. Ja, genau. Also so langsam wird's mir hier ein bisschen zu aggro. Aber ist ja auch egal, Leute, dann sage ich einfach, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, Leute, und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder schöne Woche, was auch immer ihr habt. Hauptsache, ihr habt einen guten Tag und dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Freunde.